wartet nicht auf Ponys. Komm schon, Sunny. Gefällt mir. Oh, war doch klar. Oh, das habe ich gebraucht. Sag Hooftag, Schönheitsziele. Hey! Juhu! Yeah! Verrückte Nudel, ein Hongkonger. Oben und unten und zusammen Post. Wenden und werfen und landen auf dem Toast. Aus einer riesigen Sammlung von Wuffi-Kühen. Ich habe bisher noch nie ein eigenes Design entworfen. Diese Hufe sind wunderschön. Dürfte ich die bei Ponygram hochladen? Traut euch was zu, lasst das Neue geschehen. Hell leuchtet hier, euer Licht könnt ihr sehen. Oh, das bin ich. Sie braucht das volle Programm. Wenn man eintritt, bleibt man hier. 5, 6, 7, 8. Hier wird jede Nacht zum Tag gemacht. Leuchtet hell, funkelt und glüht. Trag die Mähne, das ist jeder Sieg. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Et voilà. Wenn man eintritt, bleibt man hier. 5, 6, 7, 8. Hier wird jede Nacht zum Tag gemacht. Leuchtet hell, funkelt und glüht. Trag die Mähne, das ist jeder Sieg. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Ja. Es ist genau wie vorher. Und es ist genauso, wie es mir gefällt. Aha, da bist du ja. Wow. Ah, soll das vielleicht ein Witz sein? Ich versprach den Pipsqueaks ein neues Produkt. Für heute. Okay. Nur keine Panik, Pip. Hol dir ein Smoothie, komm zurück und versuch's noch einmal. Kein Grund, durchzudrehen. Ich dreh auf jeden Fall durch. Sunny, hilf mir. Guten Morgen, Pip. Ich hab hier deinen Erdbeer-Swirl-Smoothie voller Inspiration, der bereit ist für deinen... Du bist wahrlich eine Lebensretterin. Mein Morgen war einfach ein absolutes Desaster. Stell dir vor, ich soll heute mein neues Produkt präsentieren, aber alles explodiert ständig. Wieso benimmst du dich so komisch? Ist alles in Ordnung? Nun, da du es ansprichst, es gibt etwas, das du sehen solltest. Ich
dürfen mich nicht so sehen. Schon gut. Bin dabei. 3 Erdbeer-Swirls, bitte. Den mag Pip am liebsten, oder? Ganz genau. Ist schon unterwegs. Immer noch nichts. Aber Pip meinte doch, es erscheint heute. Versuch's einfach weiter. Pip würde uns nie hängen lassen. Bitte schön. Fahr genau, wie Pip ihn mag. Genieß ihn. Der ist köstlich. Entschuldig, bitte. Siehst du, Sunny? Die Pipsqueaks warten auf mein neues Produkt und alles, was ich tun kann, ist, sie zu enttäuschen. Aha. Vielleicht solltest du deine Pipsqueaks ein bisschen besser kennenlernen. Dann wüsstest du, welche Produkte sie lieben. Oh, ihr könntet sogar etwas gemeinsam erschaffen. Sunny, du bist wahrlich ein Genie. Es wird Zeit für einen Undercover-Auftritt. Oh, ich meinte nicht. Nun brauche ich nur noch eine gute Verkleidung. Ich bin gerade von der Muse geküsst worden. Sunny, hab die Hebefigur trainiert. Ich habe deine Rundenzeit um 0,3 Sekunden geschlagen. Zeit, deine Wimpern zu formen. Okay, hergehört Ponys. Es reicht. Das ist viel zu viel. Ich krieg das nicht hin. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Doch, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte mit euch allen Spaß haben und nicht getrennt. Ich hoffe, allen Ponys geht es gut und sie können sich richtig entspannen. Hitch? Sunny? Izzy? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Aha. Und wodurch? Schnappt ihr das Fohlen! Pip, wie ist das passiert? Keine Ahnung! Versuch runterzukommen und erzähl mir, was passiert ist. Sämtliche Details von Anfang an. Okay, ich habe alle Ponys zu mir ins Main Melody zu einem umwerfenden Spa-Tag eingeladen. Sie waren hin und weg davon und tiefenentspannt. Alles war einfach perfekt. War etwas im Essen oder im Trinken? Vielleicht war ja was im seltsamen Schminkzeug. Quatsch, die Sachen sind nicht seltsam. Baby Cloud Puff. Warte. Was ist das? Das? Oh, meine brandneue, natürliche, fabelhaft fruchtige Gesichtsmaske. Und wieso leuchtet die? Oh, oh. Naja. Du hast eine Gesichtsmaske aus magischem Glitter gemacht? Ich wusste nicht, dass er magisch ist. Und wie verwandeln wir sie zurück? Sunny, nicht beißen! Komm schon, Pip, du kriegst das wieder hin. Das ist total dein Ding. Denk nach, in der Maske sind Zutaten, die einen jünger machen. Aber möglicherweise kann ich sie ja mit einer Mischung von anderen Zutaten altern lassen. Sip, ich habe eine Idee. Ich mach das. Es waren einmal 2 Schwestern, die verschiedener nicht sein konnten. Doch obwohl sie unterschiedliche Dinge mochten, extrem unterschiedliche Dinge, waren ihre Gegensätze das, was ihr Leben so spaßig machte. Oh, solche Geschichten hast du mir früher auch erzählt.
Die Schwestern reisten gemeinsam durch ganz Equestria. Hey, wow, ich fühle mich wirklich jünger. Das ist ja unglaublich. Ich muss all meinen Freunden hiervon erzählen. Probiert unbedingt das Bar aus. Wow, ihr zwei seht total fertig aus. Wie wäre es, wenn ihr euch beim Entspannen auch eine von den Gesichtsmasken gönnt?